Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich zu dem heutigen Vortragsabend begrüßen. Wir haben heute einen besonders prominenten Gast. Und dass wir ihn gewinnen konnten, darüber sind wir alle froh und Ihnen sehr dankbar. Denn wir hatten kaum zu hoffen gewagt, dass wir ihn würden gewinnen können. Aber nun ist er da. Vielen Dank. Ich begrüße Sie sehr herzlich, Graf Kielmanns Eck. Sie werden uns viel sicher auch nicht Gängiges zu sagen haben, denn das Mainstreaming ist, soweit ich Sie einschätzen kann, aus dem, was ich von Ihnen gelesen habe, nicht so Ihre Sache. Wie üblich, meine Damen und Herren, hier bei uns, aber das kennen Sie schon, möchte ich Ihnen kurz den Lebenslauf vom Grafen Kielmanns Eck schildern. Graf Kielmanns Eck wurde 1937 geboren, als zweites von vier Kindern. Sein Vater war Offizier. Er entstammte einer bekannten Adelsfamilie und einer der Vorfahren war der Reformator Philipp Melanchthon. Er selber war hoher Offizier und einer der Offiziere, die im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944, also dem Attentat auf Hitler, verhaftet worden sind. Er gehörte in die gleiche Gruppe wie der Graf Stauffenberg. Er überlebte glücklicherweise. In der Bundesrepublik war er einer der Väter der inneren Führung der Bundeswehr, der neuen Bundeswehr. Er wurde Generalinspekteur und er wurde dann schließlich auch NATO-Oberbefehlshaber. Ich erwähne dies, meine Damen und Herren, wir haben ja nicht den Vater hier als Gast, sondern den Sohn, aber ich erwähne das aus gutem Grund, um das Umfeld anzusprechen, das Sie, Graf Kielmanns Eck, bei Ihrer Entwicklung geprägt hat, haben wird, nehme ich an. Seit langem ist Ihre wissenschaftliche Arbeit über wölbendes Thema Demokratie und Freiheit. Wer die Hitlerzeit wachen Auges und klaren Verstandes erlebt hat, zumal in einem solchen Elternhaus, dem sind diese Themen wohl für immer eingebrannt. Und ich finde, man kann das aus den Werken, auch aus den Schriften erkennen. Vor kurzem erschien Ihr Essayband »Die Grammatik der Freiheit«. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass ich das hier hochhalten werde, Graf Kielmanns Eck. Sie waren davon nur eingeschränkt begeistert und sagten, na ja, tun Sie das für den Verlag. Also ich tue das für Sie alle, meine Damen und Herren. Denn das ist eine sehr lesenswerte Sammlung, also gerade erschienen, brand new. Es sind 8, wie es bescheiden heißt, Versuche zu dem Thema die Grammatik der Freiheit. Das ist wirklich bescheiden ausgedrückt, denn wer sich damit beschäftigt, braucht viel Konzentration, also jemand wie ich jedenfalls. Ich habe einige dieser Versuche gelesen. Ich will nur einen Titel, nämlich den ersten Titel Ihnen nennen. Das gibt sozusagen den Aufschlag für das ganze Buch. Ich nehme an, das ist richtig gesehen. Das ist so gemeint. Erster Versuch, Demokratie und Wahrheit. Und allein diesen Versuch zu lesen, sich damit zu beschäftigen, lohnt die Zeit. Aber ich greife vor, Sie haben Graf Kielmanns Eck ja schließlich auch einmal studiert. Und dazu will ich einige wenige Punkte aufführen. Sie haben ab 1957 Rechtswissenschaften und Geschichte studiert in Bonn, in Kiel, jener Universität, die auch die meine ist und wo ich viele glückliche Jahre nach heutigen Kriterien viel zu viele Jahre verbracht habe, und dann in Tübingen. 1964 wurden Sie promoviert mit der Arbeit Freiherr vom Stein, wieder so ein Begriff, und die Zentralverwaltung der verbündeten Mächte in den Jahren 1813-1814. Ihre Habilitation erfolgte dann 1971 in Darmstadt bei keinem Geringeren als Eugen Kogon. Also die Reihe bedeutender Schritte
setzt sich da fort, wenn ich das so sagen darf. Dann ging es weiter mit einer glanzvollen wissenschaftlichen Karriere. Anfang der 70er Jahre Ruf nach Köln. Dann nahm sie eine Gastprofessur an der Georgetown University in Washington ein. Auch das ist, wie Sie alle wissen, eine der bedeutendsten amerikanischen Hochschulen. Dann von 1985 an eine Professur in Mannheim. Das ist noch nicht alles, soweit die eigentliche akademische Karriere, aber das ist noch nicht alles, was ich erwähnen möchte. Ich erwähne nicht alles, was ich könnte, Sie brauchen keine Angst zu haben. 2003 bis 2009 waren Sie Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Sie waren längere Zeit Vizepräsident der Studienstiftung des Deutschen Volkes, jener Stipendieneinrichtung, die Herr Kehlbrand sozusagen parallel steht zu unserem kleinen, bescheidenen Stipendiatenwerk der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Das war jetzt ein wenig vermessen, ich räume das ein. Dann waren Sie lange, ich weiß nicht, ob Sie es heute noch sind, im wissenschaftlichen Beirat der Fritz-Thyssen-Stiftung. Auch das ist eine Einrichtung, mit der unsere Stiftung Polytechnische Gesellschaft Verbindung hat. Wir haben nämlich bis vor kurzem ein sehr interessantes Projekt mit der Fritz-Thyssen-Stiftung, die geschichtlich, also historische Themen fördert, betrieben. Sie haben verschiedene Auszeichnungen bekommen. Ich möchte nur einige wenige erwähnen. Eine, die mir besonders bemerkenswert erscheint, bei einem Wissenschaftler, nämlich den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Wer von Ihnen kennt nicht wissenschaftliche Prosa, die überhaupt nicht lesbar ist? Das ist hier anders. Sie haben den Schaderpreis bekommen. Das ist der höchste Preis in Deutschland für die Geisteswissenschaften. Sie haben das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhalten. Sie haben andere Ehrungen bekommen. Ich will mir ersparen, das vorzutragen. Sie waren Mitglied des Wissenschaftsrates, also der höchsten Wissenschaftseinrichtung im Grunde genommen als beratendem Organ in Deutschland, einem sehr einflussreichen Organ für die Entwicklung der Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Und Sie waren in vielen anderen Einrichtungen tätig. Und zum Schluss möchte ich erwähnen, dass Sie Mitglied sind der Kammer für öffentliche Verantwortung in der EKD, in der Evangelischen Kirche Deutschlands. Das heutige Thema, meine Damen und Herren, ist brandaktuell, deswegen ist der Saal übrigens inzwischen auch voll. Das Projekt Europa, eine Zwischenbilanz. Graf Gilmanseck, meine Damen und Herren, hat Wichtiges darüber publiziert. Ich glaube, auch das Internet gibt einige Dinge preis, sodass Sie sich herunterladen können, was dort zur Verfügung steht. Dieser Vortrag wird, Frau Beckers, mitgeschnitten, nicht? Sie können dann, wie bei den meisten Vorträgen von uns, über YouTube sich auch den Text herunterladen. Also, einiges wird preisgegeben. Das Wichtigste hören Sie jetzt, meine Damen und Herren, und ich möchte Sie bitten, Graf Gilmanseck hier hochzukommen und den Vortrag zu halten. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, es war in diesem Lande nie einfach, nüchtern über Europa zu sprechen. Es ist auch heute noch nicht einfach. Nicht einmal die existenzielle Krise, in die die Turbulenzen der Währungsunion das Integrationsprojekt gestürzt haben, hat die Überzeugung jedenfalls der politischen Klasse in Deutschland erschüttert, dass über Europa nur in Gestalt von Bekenntnissen zu Europa gesprochen werden dürfe. In meinem Verständnis heißt verantwortlich über Europa reden heute etwas anderes. Es heißt, sich den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ernstlich stellen
und dabei auch die Möglichkeit von Fehlentwicklungen des Integrationsprojektes so illusionslos wie nur möglich ins Auge zu fassen, um seines Gelingens willen. Schon mit dem Begriff Zwischenbilanz möchte ich ankündigen, dass ich heute Abend nüchtern und illusionslos über dieses Thema sprechen werde. Gute Bilanzen verschleiern nichts. Sie machen Aktiva und Passiva sichtbar. Von Passiva in der Integrationsbilanz zu sprechen, war und ist verpönt. Die Krise der Währungsunion darf nur als ein Betriebsunfall wahrgenommen werden, auf den der rechtgesinnte, enthusiastische Europäer mit einem weiter so und jetzt erst recht zu antworten hat. Dabei hat der vermeintliche Betriebsunfall Fragen von sehr grundsätzlicher Natur aufgeworfen, die durchaus nicht nur die Währungsunion, sondern das Integrationsprojekt überhaupt betreffen. Ich will die drei dieser Fragen schon hier einleitend, bevor wir ans eigentliche Bilanzieren gehen, benennen, einfach um sichtbar zu machen, warum die Zeit für eine ernsthafte Zwischenbilanz gekommen ist. Die erste dieser drei Fragen. Wir haben die Erfahrung gemacht, in den 60 Jahren europäischer Integrationsgeschichte zum ersten Mal in dieser Schärfe, dass der Leitsatz des europäischen Projektes, wie er unverdrossen von Vertrag zu Vertrag fortgeschrieben wird, immer enger, das ist die Formel, kein verlässlicher Wegweiser zu einem stärkeren, einigeren Europa mehr ist, dass er ganz im Gegenteil zerstörerische Wirkungen entfaltet hat. Wie sollen wir mit dieser Erfahrung umgehen? Zweite Frage. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in mehr als einem halben Jahrhundert Integrationsgeschichte bei den Völkern Europas so gut wie kein europäischer Gemeinsinn gewachsen ist. Jedem, auf welcher Seite er in den aktuellen Konflikten auch stehen mag, ist das nationale Hemd näher als der europäische Rock. Die Stimmungs- und Verhaltensmuster in der Krise zeigen das mit erschreckender Deutlichkeit. Wie sollen wir mit dieser Erfahrung umgehen? Und drittens, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Recht, auf das das Gebäude des vereinten Europas doch gegründet sein sollte, zur Disposition der Politik steht. Wie immer, wann immer die Politik meinte, höheren Notwendigkeiten genügen zu müssen, hat sie das Recht ignoriert. Und dies, obwohl das Recht mangels anderer Bindekräfte essentiell für den europäischen Zusammenhalt ist. Wie sollen wir mit dieser Erfahrung umgehen? Drei Fragen, die ich einstweilen nur aufwerfe. Ich möchte mit Ihnen erklären, warum ich meine, dass verantwortliches Reden über Europa sich inzwischen nicht mehr mit dem Anstimmen des hohen Liedes begnügen kann. Dass wir, um es etwas anders zu formulieren, eine neue Freiheit des Nachdenkens über Europa brauchen, gerade in diesem Land. Eine Zwischenbilanz nach 60 Jahren Integrationsgeschichte, die wie jede ehrliche Bilanz aktiva und passiva in die Rechnung einstellt, ist ein guter Ausgangspunkt für solches Nachdenken. Sie wäre übrigens auch ohne Krise fällig, überfällig. Man kann bei einem so neuartigen und komplexen Großprojekt nicht einfach den einmal eingeschlagenen Weg gleichsam der Schwerkraft der eigenen Bewegung folgend fortgehen, immer weiter. Man muss gelegentlich stehen bleiben, einen Schritt zur Seite gehen
und sich fragen, ob die Richtung stimmt. Ich möchte im Folgenden ein paar Überlegungen zu der fälligen Zwischenbilanz beisteuern. Wir wollen mit den Aktiva beginnen. So eindeutig und leicht zu bestimmen, wie man häufig meint, sind sie nicht. Die erste Antwort auf die Frage, was das Integrationsprojekt Europa gebracht habe, lautet fast immer den Frieden. Endlich den Frieden. Und der Friedensnobelpreis im letzten Jahr für die Europäische Union setzte noch einmal ein feierliches Ausrufungszeichen hinter diese Antwort. Gegeben wird sie, diese Antwort, in der Regel so, als sei sie, um es englisch zu sagen, self-evident. Allenfalls wird angefügt, leider wisse man diese Frucht des Integrationsprojektes nicht mehr genügend zu schätzen, sie sei den Europäern zu selbstverständlich geworden. Aber ist die Antwort wirklich self-evident? Hätte die europäische Staatenwelt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, weiter wie in der Vergangenheit ihre Kriege geführt, wenn es das Integrationsprojekt nicht gegeben hätte? Die Frage öffnet den Blick für die Wirklichkeit des halben Jahrhunderts zwischen 1945 und 1990. Der bestimmende, alles beherrschende Konflikt dieser Epoche war der Ost-West-Konflikt, der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt. Dass er kalt blieb, dieser Krieg, ist sicher nicht primär dem europäischen Integrationsprojekt, sondern sofern wir westliche Politik überhaupt in Anschlag bringen, das ist ein anderes Thema, der Verteidigungsbereitschaft und der Verteidigungsfähigkeit des Nordatlantischen Bündnisses der NATO zuzuschreiben. Und wenn wir uns den Kalten Krieg, den Ost-West-Konflikt wegdenken, was freilich eine hochgradig spekulative Angelegenheit ist, auch dann wäre ein in seine unselige Tradition der Staatenkriege zurückfallendes Europa die unwahrscheinlichste aller Entwicklungsoptionen gewesen. Es war primär die einzigartig traumatische Erfahrung zweier Weltkriege von insgesamt 10 Jahren Dauer in einer Generation, die den Binnenkrieg in der europäischen Staatenwelt zur Unmöglichkeit machte, indem sie diese Traumatisierung, die Mentalitäten der Völker Europas und die Rationalitäten der Staaten Europas grundlegend umprägte. Die Frage nach der politischen Gestalt, in der sich diese traumatische Erfahrung materialisierte, kommt, so wichtig sie ist, erst an zweiter Stelle ins Spiel. Und das heißt, die Bedeutung des Integrationsprojektes ist mit der schlichten Antwort, es habe Europa den Frieden gebracht, nicht angemessen, nämlich nicht genau genug bestimmt. Wer genauer sagen will, welchen Beitrag das europäische Integrationsprojekt zum Aufbau einer dauerhaften europäischen Friedensordnung geleistet hat, tut gut daran, einen Blick zurückzuwerfen auf jenen kurzen, brüchigen Frieden, den die Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg den Besiegten diktierten. Dieser Blick macht sichtbar, der Schumann-Plan, der Plan einer Unterstellung der Schwerindustrie des westlichen kontinentalen Europas unter eine supranationale Behörde, wie er 1950 zum ersten Mal vorgelegt wurde, war pointiert formuliert die geniale Alternative zum Friedensvertrag von Versailles. Kaum mehr als 20 Jahre später, erdacht, aber welche 20 Jahre waren es?
Der Versailler Vertrag hatte bekanntlich den Versuch gemacht, den Nachbarn, vor allem Frankreich, Sicherheit vor der europäischen Zentralmacht Deutschland dadurch zu verschaffen, dass er Deutschland, soweit es nur ging, schwächte und nicht nur schwächte, sondern auch demütigte. Deutschland sollte, wenn denn schon, wie Frankreich es gewünscht hätte, die Reichsgründung von 1871 nicht rückgängig zu machen war, nie wieder jene halbhegemoniale Position gewinnen können, die es vor 1914 inne gehabt hatte. Nach 1945, und der Kalte Krieg half bei diesem Lernprozess kräftig nach, schlug man einen anderen, in gewissem Sinne entgegengesetzten Weg ein. Dass er ohne die Teilung Deutschlands vielleicht gar nicht gangbar gewesen wäre, merke ich nur an. Die Einbindung eines nicht mehr voll souveränen Deutschlands in einen europäischen Staatenverbund mit supranationaler Autorität, einen Staatenverbund, der, das ist das Entscheidende, als Gemeinschaft gleicher konzipiert war, war nun die Antwort auf die Frage, wie Sicherheit vor Deutschland zu gewinnen sei. Zuerst und vor allem hat das europäische Integrationsprojekt einen Schlüsselbeitrag zum Aufbau einer europäischen Friedensordnung also dadurch geleistet, dass es das deutsche Problem, so wie es Europa seit 1871 beschäftigt hatte, ich will nicht sagen aus der Welt schaffte, aber doch einer einverständlichen Lösung zuführte. Der Beitrag des Integrationsprojektes zum Aufbau einer dauerhaften europäischen Friedensordnung ist mit dieser Präzisierung aber noch nicht hinreichend bestimmt. Sein historischer, und ich scheue mich nicht an dieser Stelle zu sagen, weltgeschichtlicher Rang liegt vor allem darin begründet, dass es dieses Projekt die Qualität der Beziehungen der europäischen Staaten zueinander grundlegend verwandelt hat. Die zunächst westeuropäische Staatenwelt hat mit dem Integrationsprojekt und in dem Integrationsprojekt einen neuen Modus staatlichen Zusammenlebens entwickelt, dauerhaft im Rahmen einer verbindlichen Rechtsordnung institutionalisierte Kooperation. Kern dieser Kooperationsordnung ist eine supranationale Rechtsetzungsautorität mit zwar begrenzten, aber auf bestimmten Feldern weitreichenden Zuständigkeiten, der sich die Staaten freiwillig unterworfen haben. Dieser verbindlich institutionalisierte Kooperationsmodus, verbunden mit einem durchaus substanziellen Souveränitätsverlust, ist weltweit einzigartig. Es gibt keine zweite Region, keine zweite Staatengruppe in der Welt, die einen vergleichbaren Schritt getan oder auch nur in Erwägung gezogen hätte. Europa, das alte, müde Europa, so könnte man argumentieren, erweist sich hier noch einmal als ein schöpferisches Zentrum der menschlichen Zivilisation, in dem grundlegend Neues entdeckt, entwickelt, erprobt wird, und zwar, das kennen wir ja aus der Geschichte, auf dem Felde der Politik. An dieser Sicht ist sehr viel Richtiges. Zumal, wenn man annimmt, und diese Annahme ist mehr als plausibel, dass im 21. Jahrhundert mit seinen die Menschheit existenziell herausfordernden Problemen Staatenkooperation von ganz anderer Art und Effizienz, als wir sie bisher kannten, überlebenswichtig werden wird. Man könnte dann natürlich, das liegt nahe dem europäischen Projekt, Modellbedeutung für die Welt zuschreiben. Ob das realistisch ist, ist freilich die Frage. Eine Frage, der ich hier nicht weiter nachgehen will, es spricht viel dafür, dass die europäische Entwicklung
auf sehr besonderen, spezifisch europäischen Voraussetzungen beruht. Aber selbst wenn es so ist, behält das europäische Integrationsprojekt eine Art von Vorbildbedeutung für die Welt. Welche Ausstrahlung dieser Modellversuch hat, hängt natürlich von seinem Erfolg ab. Zurzeit sieht die Welt wenig Anlass, bewundernd in Richtung Europa zu blicken. Aber das kann sich auch wieder ändern. Und es bleibt jedenfalls bei der Feststellung, Europa hat mit seinem Integrationsprojekt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen neuen, einzigartigen Modus rechtlich geordneten Zusammenwirkens einer regionalen Staatengemeinschaft entwickelt. So viel zum Stichwort Frieden. Wir haben die Aktiva, unsere Zwischenbilanz, im Blick. Da heißt das zweite große Stichwort Wohlstand. Dass das Integrationsprojekt, welches in den ersten vier Jahrzehnten seiner Geschichte in seinem Kern ja das Projekt der Schaffung eines gemeinsamen Marktes war, den Wohlstand Europas gemehrt habe, wird, soweit ich sehe, von kaum jemandem ernstlich bestritten. Auch wenn man nicht aus dem Auge verlieren sollte, dass territoriale Größe keineswegs zwingend eine Voraussetzung für eine florierende Wirtschaft ist. Denken Sie an die Schweiz oder Singapur. Gleichwohl, dass das Integrationsprojekt zum europäischen Wohlstand wesentlich beigetragen habe, wollen wir im Weiteren unterstellen. Die Ökonomen glauben sogar, abschätzen zu können, um wie viel etwa. Aber das hat für jemanden, der Modellrechnungen eher mit einem gewissen Misstrauen gegenübersteht, etwas sehr Spekulatives an sich. Genau genommen ist schon die Aussage, das Integrationsprojekt habe den Wohlstand Europas vermehrt, nicht mehr als eine Hypothese. Wir wissen nicht und können natürlich nicht wissen, wie die Volkswirtschaften Europas sich entwickelt hätten, wenn es das Integrationsprojekt nicht gegeben hätte. Aber es ist zumindest eine sehr plausible Hypothese. Nicht mit dieser plausiblen Hypothese müssen wir uns genauer beschäftigen, wohl aber mit der Tatsache, dass sich hinter dem Posten Mehrung des Wohlstandes auf der Aktivseite unserer Zwischenbilanz zwei ganz unterschiedliche Sachverhalte verbergen. Zum einen das Wirtschaftswachstum, dass wir den Impulsen zurechnen, von der Schaffung eines großräumigen europäischen Marktes ausgingen und von diesem Markt weiter ausgehen. Und zum anderen die Transferleistungen zwischen den Mitgliedstaaten, die politisch gewollt und vollzogen zu einem wesentlichen, ja konstitutiven Element des Integrationsprojektes geworden sind. So wie es zwei Arten von Wohlstandsgewinnen in der europäischen Gemeinschaft gibt, gibt es tendenziell auch daraus folgend zwei Gruppen von Mitgliedsländern. Solche, die ihre Wohlstandsgewinne durch das Integrationsprojekt primär dem größer gewordenen Markt verdanken, und solche, die ihre Wohlstandsgewinne primär den Transfers verdanken. Marktgewinne und Transfergewinne. Da liegt Konfliktstoff. Aber es kittet auch zusammen, eben weil es dieser Gemeinschaft möglich ist, auf unterschiedlichen Wegen, weil es in dieser Gemeinschaft möglich ist, auf unterschiedlichen Wegen zu gewinnen zu kommen. Solange die Transfers im Wesentlichen als Subventionen für die Landwirtschaft oder als regionale Entwicklungshilfe gezahlt wurden, waren sie im Großen und Ganzen kein kontrovers diskutiertes Thema. Nicht einmal
Die Effizienz dieser Leistungen wurde, bedauerlicherweise füge ich hinzu, mit dem nötigen Nachdruck thematisiert. Das hat sich mit der Währungsunion, in den Turbulenzen der Währungsunion, grundlegend geändert. Die von diesen Turbulenzen erzwungenen Transfers sind, obwohl sie bisher im Wesentlichen nur in Garantien für Kreditzusagen bestehen, alles andere als unkontrovers. Und die mit ihnen verbundenen Interventionen, die drakonischen Sparzwänge, die die EU den Krisenländern auferlegt, sind es natürlich erst recht nicht. Mit anderen Worten, der Posten Wohlstandsgewinne auf der Aktivseite unserer Bilanz stellt sich plötzlich, seit die Währungsunion, vorhersagbar und unvermeidlich, wie ihre Kritiker wohl zu Recht sagen, ins Taumeln geraten ist, ganz anders dar. In Gestalt der Währungsunion ist die Europäische Union in der Wahrnehmung der meisten Europäer sozusagen über Nacht zur Bedrohung des Wohlstandes geworden. Das ist eher die Perspektive der Garantiegeber. Oder sogar zum Wohlstandsvernichter. Das ist die Perspektive der Krisenländer, die dramatisch sparen müssen. Dieser Wahrnehmungswandel ist dramatisch, weil er in die Aktiva der Bilanz eine große und gefährliche Lücke reißt. An dieser Entwicklung wird im Übrigen auch eindringlich sichtbar, dass alle Aktiva in der Bilanz des europäischen Integrationsprojektes etwas mit dem Vertrauen in das Projekt zu tun haben. Dem Vertrauen eben nicht nur der politischen Eliten mit ihrer unerschütterlichen Europarhetorik, sondern auch und vor allem der Bürger. Mit der tiefen Erschütterung des Vertrauens hat sich die Bilanz verändert. Dennoch verbuchen wir die Wohlstandsgewinne weiter, hier für unsere Zwecke, unter den Aktiva, auch wenn wir diesen Posten neuerdings einem Vorbehalt unterstellen müssen. Natürlich ließe sich die Liste der Aktivposten fortschreiben über die zwei hinaus, die uns bisher beschäftigt haben, also die Präzisierung der Friedensbedeutung des Integrationsprojektes und die Wohlstandsgewinne, die das Integrationsprojekt mit sich gebracht hat. Aber es würde sich bald zeigen, wenn wir die Liste zu verlängern versuchten, dass wir auf diesem Wege in unübersichtliches Gelände geraten, will sagen, dass es uns immer schwerer fallen würde, eindeutige Antworten zu geben. Um das wenigstens an einem Beispiel zu illustrieren, es liegt nahe zu fragen, ob das Integrationsprojekt die Europäer einander näher gebracht hat, nicht nur als wirtschaftende Subjekte auf dem gemeinsamen Markt. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Die Krise der Währungsunion, davon war schon die Rede, hat sichtbar gemacht, dass die Idee eines europäischen Gemeinwohls den Völkern Europas offensichtlich noch weitgehend fremd ist. Und dass nationale Ressentiments gegen andere Völker auch innerhalb der Gemeinschaft und gerade innerhalb der Gemeinschaft sehr leicht mobilisierbar sind, auch das wissen wir inzwischen. Es hat sich aber, so scheint es, auf der anderen Seite doch auch ein Bewusstsein davon entwickelt, dass wir als Europäer in einem wie immer zu definierenden, großräumigen Gemeinwesen zusammenleben und zusammenwirken. Auf den Flughäfen, in den Schlangen der EU-Citizens zu stehen, oder als Student mit einem Erasmus-Stipendium in ein anderes europäisches Land zu gehen, das sind Beispiele für die kleinen Alltagsroutinen und die gewichtigeren Alltagserfahrungen, in denen ein solches Bewusstsein sich allmählich ausbildet.
was diese Bewusstseinsprägungen, Umprägungen am Ende bedeuten, in Relation etwa zu jenem hartnäckigen Fortleben von Vorurteilsstereotypen, von denen gerade die Rede war, ist freilich schon wieder ungewiss. So belasse ich es für unsere Zwecke bei den beiden Hauptposten auf der Seite der Aktiva unserer Bilanz und wende mich der anderen Seite zu, den Passiva. In der deutschen Europadiskussion war lange Zeit schon der Gedanke, erst recht das Reden davon, dass es in den Bilanzen des europäischen Projektes auch Passivposten geben könne, suspekt. Wer nach den von der politischen Klasse festgelegten Maßstäben gegen Europa war, der vertrat nicht nur eine andere politische Meinung, er beging ein politisch-moralisches Vergehen. Mit der Krise der Währungsunion wurde das anders. Die Fehlentwicklung des Integrationsprojektes wurde so dramatisch deutlich, dass es nicht länger möglich war, die alten, das Reden über Europa eingrenzenden Tabus aufrechtzuerhalten. Aber die Debatte hat sich begreiflicherweise ganz und gar auf die Währungsunion konzentriert. Die Turbulenzen der Währungsunion zum Anlass zu nehmen, kritische Bilanzfragen an das Integrationsprojekt überhaupt zu stellen, dazu war die gegenwärtige Krise offenbar zu dominant. Genau um diese über die gegenwärtige Krise hinausweisenden Bilanzfragen aber geht es mir. Von der Währungsunion wird im Folgenden nicht die Rede sein. Dazu haben Sie in den letzten 3 Jahren mehr als genug oder vielleicht doch nicht genug gehört und gelesen. Zur Sprache bringen will ich 3 andere gewichtige Posten auf der Passivseite der Projektbilanz, die wir nicht länger ignorieren dürfen, wenn wir den Erfolg des Projektes wollen. Der erste: Die Integrationsdynamik der Europäischen Union zielt mit beunruhigender Eindeutigkeit in die falsche Richtung. Begründet wird die Notwendigkeit fortschreitender Integration gerade in der jüngsten Vergangenheit und in der gegenwärtigen Situation, in der gegenwärtigen Diskussion, in den Krisendebatten, mit der Notwendigkeit, Europas Stellung in der Welt, seine Fähigkeit, sich gegen die großen Mächte des 21. Jahrhunderts zu behaupten, zu stärken. Daraus wäre zu folgern, dass es, nachdem ein gemeinsamer Wirtschaftsraum geschaffen worden ist, im Integrationsprozess vor allem um die Fähigkeit zu gemeinsamem Handeln nach außen gehen müsse. Und dies mit so viel Respekt vor der inneren Eigenständigkeit der Glieder wie nur möglich, weil anders eine so vielgestaltige Föderation wie die Europäische Union nicht dauerhaft erfolgreich sein kann. Der Prozess der europäischen Integration verläuft tatsächlich in genau entgegengesetzter Richtung. Handlungsfähigkeit nach außen zu gewinnen, ist der Europäischen Union, außer in Fragen des internationalen Handels, bekanntlich nur in sehr bescheidenen Ansätzen gelungen. Die Europäische Union ist nicht wirklich zu einem weltpolitischen Akteur mit eigenem Gewicht geworden. Das ist die Konsequenz des Selbstverständnisses ihrer Mitgliedstaaten, die ganz und gar unzeitgemäß in der außen- und sicherheitspolitischen Souveränität den Kern ihrer Eigenstaatlichkeit sehen. Die EU hat sich damit sozusagen bereitwillig, zu bereitwillig arrangiert und von Anfang an alle ihre politischen Energien nach innen gerichtet. Sie ist zur Gesetzgebungsmaschinerie geworden, die keinen Tag stillsteht, sondern unaufhörlich daran arbeitet, das Netz homogenisierenden europäischen Rechts
enger zu flechten. Die Kommission, bei der das Initiativrecht liegt, sieht ihre Aufgabe wesentlich darin, den Prozess europäischer Normenproduktion stetig vorwärts zu treiben. Die Arbeit des Europäischen Parlaments folgt ohne Initiativrecht der gleichen Logik. Je mehr europäisches Recht, desto besser für Europa. Mehr Europa als Antwort auf die Krise würde denn auch nach allen bisherigen Erfahrungen nicht etwa mehr europäische Handlungsfähigkeit nach außen, sondern eine weitere Verdichtung des Netzes europäischen Rechtes, einen Fortgang der Binnenhomogenisierung Europas bedeuten. Das ist für eine Föderation von Nationalstaaten mit hochentwickelter, historisch tief verwurzelter, im Bewusstsein ihrer Bürger fest verankerter Eigenständigkeit alles andere als eine vernünftige Entwicklung. Diese Feststellung rückt auch schon eine zweite fatale Schwachstelle des Integrationsprozesses, so des Integrationsprojektes, so wie es sich bisher entwickelt hat, in den Blick. Als Föderation von Nationalstaaten ist die Europäische Union elementar darauf angewiesen, dass das Subsidiaritätsprinzip nicht nur die Verfassungsrhetorik, sondern auch die Verfassungswirklichkeit bestimmt. Davon aber kann keine Rede sein. Schon in der Verfassungsrhetorik steht das von Vertrag zu Vertrag wie selbstverständlich fortgeschriebene immer enger in einem ungeklärten Spannungsverhältnis zum Subsidiaritätsprinzip, zu dem sich die Verträge ja auch bekennen. Und was die Verfassungspraxis angeht, ist festzustellen, allen Bekenntnissen zum Trotz ist es nicht gelungen, institutionelle Vorkehrungen und oder politische Verhaltensmuster zu entwickeln, die dem Subsidiaritätsprinzip verlässlich Wirksamkeit verleihen. Die Integrationsdynamik einerseits einem sich in der Formel immer enger artikulierenden säkularen Heilsglauben, andererseits der Akquisitionslogik der europäischen Institutionen entspringend, die Integrationsdynamik, sage ich, setzt sich über die papierenden Subsidiaritätsvorbehalte ziemlich mühelos hinweg. Dabei spielt der Europäische Gerichtshof, der das abschließende Urteil darüber, welche Kompetenzen der Europäischen Union zustehen, für sich in Anspruch nimmt, eine Schlüsselrolle. Auch das Klagerecht, das der Lissabonner Vertrag den Parlamenten der Mitgliedstaaten zugestanden hat, bedeutet da wenig, denn das letzte Entscheidungsrecht bleibt beim Europäischen Gerichtshof. Wir kennen die Zentralisierungsdynamik praktisch aus jedem Bundesstaat. Schon das sollte zur Vorsicht mahnen. Dass sie uns diese Dynamik in der Europäischen Union wieder begegnet, hat vermutlich wesentlich mit dem Projektcharakter der europäischen Integration zu tun. Einem Projekt wohnt der Natur der Sache nach eine Dynamik inne. Es soll etwas Wirklichkeit werden, was noch nicht Wirklichkeit ist. Und die europäischen Verträge sind denn auch nie nur eine Föderationsverfassung gewesen, sondern immer primär eine Projektbeschreibung, die denn auch immer als Ermächtigung, das zu tun, was zur Verwirklichung des Projektes getan werden muss, gelesen werden kann. Die Projektbeschreibung schafft die Handlungsspielräume, die Kommission und Parlament ihrem institutionellen Eigeninteresse folgend nutzen. Und da die Schiedsinstanz, die Instanz, die Kompetenzkonflikte entscheidet, also der Europäische Gerichtshof, selbst Partei ist, gewinnt die Zentralisierungsdynamik etwas Zwangsläufiges.
Paradoxerweise bremsen die Mitgliedstaaten diese Dynamik nur da wirksam aus, wo die Stärkung der Union die besten Gründe für sich hätte, etwa in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, und treten ihr nicht wirklich entschlossen entgegen, wo sie problematisch ist. Das Subsidiaritätsprinzip, man könnte auch sagen, einfacher sagen, eine stabile föderale Balance, ist in einer Föderation von Nationalstaaten nicht zuletzt aus Gründen der Legitimität der politischen Ordnung essentiell. Wir wissen aus einem halben Jahrhundert Integrationsgeschichte, dass demokratische Legitimität nicht mitwandert, wenn Kompetenzen wandern. Institutionen und Verfahren als solche schaffen noch keine demokratische Legitimität. Sie können legitimitätsstiftend nur wirken in Räumen, die ganz bestimmte Eigenschaften aufweisen. Diese Räume konstituieren sich einerseits durch das politische Selbstverständnis von Menschen, durch die Antwort nämlich, die Menschen auf die Frage nach ihrer politischen Identität, ihrer primären politischen Zugehörigkeit geben. Und sie werden andererseits, diese Räume, dadurch konstituiert, dass in ihnen bestimmte Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit eben jener demokratischen Institutionen, die nicht von selbst Demokratie gewährleisten können, gegeben sind. Beispielsweise die Existenz einer politischen Öffentlichkeit oder die Existenz eines kompetitiven Parteiensystems. Der größte Raum, der jene Eigenschaften regelmäßig aufweist, die eine lebendige Demokratie möglich machen, ist zum Erstaunen und häufig auch Ärger vieler Intellektueller noch immer der Nationalstaat. Man bringt dieses Faktum nicht dadurch aus der Welt, dass man es ignoriert. Die Europäische Union ist ein solcher Raum nur in einem sehr unvollkommenen Sinn. Und je größer sie wird, desto unvollkommener. Mit anderen Worten, im Gang der Entwicklung der Europäischen Union, ist es immer unwahrscheinlicher geworden, dass sie in absehbarer Zeit ein solcher Raum werden kann. Die demokratische Luft wird, metaphorisch gesprochen, dünner, je höher wir steigen. Das Demokratiedefizit, heißt das, ist kein Konstrukt der Theorie oder gar böswilliger Euroskeptiker. Und das Subsidiaritätsprinzip gewinnt elementare Bedeutung, um das Demokratiedefizit in Grenzen zu halten. Umgekehrt, eine Europäische Union, in der das Subsidiaritätsprinzip nicht die Verfassungswirklichkeit nachhaltig und durchgreifend bestimmt, wird mit einem wachsenden Legitimitätsdefizit zu tun haben. Von einem dritten Passivposten in unserer Bilanz kann aus Zeitgründen nur noch andeutungsweise die Rede sein. Die Europäische Union, die europäische Politik, hat bis heute nicht den Mut gefunden, sich einzugestehen, dass die stetige, phasenweise sprunghafte Erweiterung, demnächst werden es mit Kroatien 28 Mitglieder sein, im Visier sind 35, den Charakter des Projektes grundlegend verändert hat. Diese Unaufrichtigkeit gegenüber sich selbst hat gravierende Folgen. Die Erwartung, man könne beides ohne Einbußen haben, Erweiterung und Vertiefung, war nie plausibel. Inzwischen ist sie gänzlich illusionär. Eine Staatengemeinschaft von 30 und mehr Nationalstaaten ausgeprägter Individualität und wenn wir Ost- und Westeuropa nebeneinander stellen, mit extrem unterschiedlichen jüngsten Geschichten, eine solche Staatengemeinschaft kann
jene auf die Maxime immer enger eingeschworene Föderation nicht mehr werden, die die frühen Europa-Enthusiasten im Sinne hatten und wohl auch die späteren immer noch im Sinne haben. Dem steht schon die bloße Zahl entgegen, erst recht die wachsende Heterogenität, von der kaum noch handhabbaren Vielzahl der Sprachen, über die ganz unterschiedlichen geschichtlichen Erfahrungswelten bis hin zu handfesten materiellen Interessen. Dafür, dass man der Erweiterung faktisch den Vorzug gegeben hat, lassen sich gute Gründe anführen. Keine guten Gründe gibt es für den Versuch, die Konsequenzen dieser Entscheidung zu ignorieren. Wohin das führt, sollte uns spätestens die Krise der Währungsunion mit ihrer existenziellen Dramatik klargemacht haben. Man wollte an einem höchst neuralgischen Punkt einen entscheidenden Vertiefungsschritt tun. Man wollte diesen Schritt aber auch mit möglichst vielen Mitgliedern und möglichst schnell tun. Das ist gründlich schiefgegangen. Weitere Kollisionen dieser Art zwischen ehrgeizigen Vertiefungsambitionen und dem Programm, ganz Europa in der Europäischen Union zusammenzuführen, kann sich das europäische Projekt nicht mehr leisten. Was lässt sich, frage ich abschließend, aus unserer Zwischenbilanz, die ein halbes Jahrhundert Integrationsgeschichte im Blick hat, für die Zukunft des europäischen Projektes folgern? Ich will versuchen, ein paar zukunftsbedeutsame Einsichten zu formulieren. Wir müssen lernen, das Integrationsprojekt als historische Aufgabe Europas ernst zu nehmen, ohne es zu sakralisieren. Die Sakralisierung, zu der aus verständlichen Gründen besonders Deutschland neigte und neigt, erzeugt Konsenszwänge, die sich, das sollte in der Krise der Währungsunion jedem klar geworden sein, fatal auswirken können. Wir brauchen eine neue Nüchternheit der europapolitischen Diskussion, die den europapolitischen Dissens als dem europäischen Projekt dienlich akzeptiert, dienlich, weil er hilft, der Dissens Fehler zu vermeiden. Man hat lange gemeint, wenn man nur der Maxime folge, je mehr Europa, desto besser, könne man gar keine Fehler machen. Wir wissen inzwischen, so ist es nicht. Damit gewinnt die Frage, ob und wie Kurskorrekturen auf dem Entwicklungsweg des Integrationsprojektes möglich sind, eine Schlüsselbedeutung. Bisher fehlt es der Europapolitik weitgehend an der Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Auch das ist eine Lektion der jüngsten Entwicklungen. Eine lernende Europapolitik muss zugleich bescheidener und anspruchsvoller werden. Bescheidener, indem sie die Einsicht akzeptiert, dass, so wie die Dinge nun einmal geworden sind, eine Staatswerdung Europas, wie immer umschrieben, in der voraussehbaren Zukunft weder wünschbar noch möglich ist. Anspruchsvoller, insofern sie die europäische Politik auch gegen Widerstände ernst macht mit der Unterscheidung zwischen dem Wesentlichen und dem Unwesentlichen und ihre Kräfte ganz anders als bisher auf das Wesentliche konzentriert. Integrationspolitisch wesentlich ist die Bündelung der europäischen Kräfte auf der Weltbühne. Für jede integrationspolitische Zielsetzung aber gilt, als Octroi aufgeklärter, ihrem Selbstverständnis nach aufgeklärter Eliten, hat Europa keine Zukunft. Nur eine legitime
und das heißt von den Bürgern nicht nur hingenommene, sondern angenommene europäische politische Ordnung wird für Europa und die Welt das Versprechen einlösen können, das im europäischen Projekt beschlossen liegt. Vielen Dank fürs Zuhören.